Hallo und herzlich willkommen auf dem Dachboden heute mal. Ja, das wird in Zukunft häufiger so sein. Ich hoffe, ich habe die Akustik jetzt einigermaßen im Griff. Das halt hier noch alles ein wenig, aber ja, mal gucken, inwieweit wir das hinkriegen. Es ist ganz vieles neu und das ist jetzt ein ungünstiges Video, um kurz zu erklären, was alles neu ist. Deswegen spare ich mir das fürs nächste Mal. Aber ich habe eine Waldwand. Teppich, heißt das so? Ja, ich glaube, so heißt das. Und ja, der Held der Steine, der ist sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff und der ist natürlich viel größer als ich vom Kanal her und so weiter und so fort. Und ja, nichtsdestotrotz bin ich persönlich auf ihn eher aufmerksam geworden, weil nicht, dass mich Lego nicht interessiert oder Klemmbausteine ganz generell, sondern mehr durch die rechtlichen Auseinandersetzungen mit eben dieser besagten, gar nicht mal so unbösen, wie man heutzutage fast den Eindruck hat, Firma, die mich in meiner Kindheit auch sehr geprägt hat. Ne? Aber egal. Jedenfalls hat er einen Zweitkanal und da macht er sich scheinbar Gedanken über Themen, die die Welt bewegen. Und ein Thema, das ihn da bewegt hat, war der Borkenkäfer. So, also, hallo Thomas. Und dementsprechend hast du jetzt einen Fehler gemacht, weil du hast Fragen gestellt. Ja, und wie man dir schon in die Kommentare geschrieben hat, herzlichen Dank übrigens für diejenigen, die es in die Kommentare bei ihm geschrieben haben, rede ich offensichtlich gerne und viel über solche Themen und würde das jetzt auch mal tun. Also, falls es dich interessiert, das Thema, dann gäbe es jetzt die Möglichkeit, dazu noch ein paar zusätzliche Informationen aufzuschnappen. Ich befürchte, es wird halt ein bisschen lang. Man kann mich schneller stellen. Gut, folgendes. Borkenkäfer hast du alle schon sehr, sehr gut dargestellt. Grundsätzlich die Thematik auch vollkommen richtig beschrieben. Auch die Problematik vor allen Dingen richtig beschrieben. Da hätte ich nicht allzu viel hinzuzufügen, aber möchte doch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, warum der Borkenkäfer jetzt zu so einem Problem geworden ist. Der Borkenkäfer, von dem wir reden, wie du auch richtig bemerkt hast, der Buchdrucker Ipstyphographus ist halt eben der spezialisierte Fichtenborkenkäfer. Borkenkäfer gibt es viele im Wald, so ziemlich fast jede Baumart hat zumindest mal irgendeinen Käfer, der unter ihrer Borke wohnt und dementsprechend als Borkenkäfer zu bezeichnen wäre. Bei der Tanne ist es zum Beispiel der krummzahnige Tannenborkenkäfer, hat auch einen schönen Namen. Ja, und die wohnen deswegen unter der Borke. Naja, erstens gibt es da was Schönes zu fressen, nämlich das Kambium und die innersten Phloem-Schichten. Also das Kambium ist die Schicht, die um den Baumstamm drumherum geht oder um jede Holzpflanze drumherum geht und für das Dickenwachstum verantwortlich ist. Ne? Also so eine Holzpflanze, ein Baumstamm, wird im Laufe der Jahre ja dicker. Da erzähle ich jetzt auch niemandem was Neues. Und das funktioniert dadurch, dass eben diese sehr dünne Schicht Kambium, die ist genau eine Zelle dick, also wirklich sehr, sehr dünn, nach innen immer neues Holz abgibt und sich damit quasi selbst immer weiter nach außen drückt und nach außen gibt sie dann zusätzlich neue Rinde ab, um die alte Rinde, die dann irgendwann abblättert, weil man ne, sozusagen die alte Haut, die abgestoßen wird, weil man immer dicker wird und die Haut ist nicht dehnfähig und deswegen muss sie abgestoßen werden, dann wird neue von innen nachproduziert. Ne? Und dieses Kambium ist eben sehr wichtig, natürlich für den Baum, um eben dicker zu werden, das muss er auch, sonst wird er kaputt gehen. Und zweitens ist das unglaublich interessant für jeden, der es fressen kann und möchte, denn da stecken damit auch jede Menge Nährstoffe drin und das macht das für den Borkenkäfer auch so wahnsinnig lukrativ, in diesem Bereich unterwegs zu sein. Vor allen Dingen eben dieses Kambium. Und da er dabei noch unter der Rinde unterwegs ist, kann ihm so schnell auch keiner was tun, weil unter der Rinde hat er keine Feinde. Da kommt der Specht nicht dran. Jedenfalls nicht so gut. Und außer dem Specht kommt ohnehin gar niemand dran. Also gerade Spechte wären dann die einzigen, die so ein Käfer unter der Rinde überhaupt noch hervorholen können. Ne? So, und jetzt hast du auch korrekt Rammelkammer und alles richtig beschrieben, gar kein Thema, stimmt soweit. So ein Borkenkäfer, der legt Eier, die aus den Eiern schlüpfen Larven. Die Larven fressen sich dann da fröhlich unter der Rinde satt, bis sie sich selbst wieder verpuppen. Macht ja jedes Insekt so, das kennen wir vom Schmetterling, der verpuppt sich bekanntlich auch und dann schlüpft da draus dann das endlich ausgewachsene Insekt. Im Fall vom Borkenkäfer ist das halt eben so ein kleiner schwarzer Käfer, nicht besonders beeindruckend von der Optik her und der frisst sich dann nach außen, raus aus der Rinde, nach außen auf den Stamm und dann kann der fliegen. Ja, und dann fliegt der entsprechend los und knallt gegen irgendeinen Baum.
Und wenn dieser Baum jetzt eine Fichte ist, dann kann er sich da reinbohren. Und auch das wurde schon gesagt, wenn es sich um eine geschwächte Fichte handelt, die eben ein Problem mit Trockenheit und Hitze hat, korrekt, dann hat der Käfer da leichtes Spiel. Die Fichte kann sich nicht wirklich wehren und wird vom Käfer befallen. Und das Fiese ist jetzt, nachdem der da seine Rammelkammer gebaut hat und alles pipapo, benutzt er auch noch ein sogenanntes Aggregationspheromon. Ein Aggregationspheromon, das kann man so ein bisschen verstehen, als hier gibt's was zu fressen, kommt alle her. Das ist also kein Sexuallockstoff, der jetzt speziell nur Weibchen oder nur Männchen, je nachdem, anlocken würde, sondern lockt einfach jeden Artgenossen oder Artgenossin in der Umgebung an, um zu signalisieren, hier gibt's was zu fressen. Das ist deswegen wichtig, weil ein einzelner Käfer würde so eine Fichte nicht kaputt kriegen. Dann könnte es sein, dass sich die Fichte schnell wieder erholt, dann doch noch Harz bildet und den Käfer zuharzt. Und hier mache ich immer einen klassischen Witz. Den kapieren immer 80% der Leute nicht, aber diesmal habe ich extra darauf hingewiesen. Der Käfer ist dann arbeitslos und kann nicht mehr weiterschaffen, ne? Wenn er zugeharzt wurde. Ha! Gut, jedenfalls, ich persönlich finde den Witz gut. Es lacht mir immer nie jemand, wenn ich das draußen im Wald erzähle. Naja, trotzdem, jedenfalls, der Käfer wäre zugeharzt, wenn er nicht vorher genügend seiner Kollegen durch eben diesen Duftstoff anlocken würde, die dann eben auch kommen und mithelfen dabei, den Baum ruckzuck ordentlich zu schädigen und ganz viel Cambium wegzunagen und ganz viele Assimilat-Transportsysteme wegzunagen, weil so ein Baum produziert oben in den Blättern oder in den Nadeln in dem Fall Zucker und der muss auch irgendwie runter in die Wurzel. Jede Zelle vom Baum braucht irgendwie den Zucker zum Stoffwechsel betreiben. Das ist wie bei jedem anderen Lebewesen auch. Eine Zelle muss irgendwie Futter haben, sonst kann die nicht arbeiten. Und das wird nach unten transportiert, eben in den Schichten, in denen dieser Borkenkäfer sein Unwesen treibt. Und der blockiert damit also die Leitungen oder zernagt die Leitungen. Dann kann kein Zucker mehr über in die Wurzel transportiert werden, was dazu führt, dass die Wurzel auch gleichzeitig kein Wasser mehr aufnehmen kann. Das heißt, der Käfer kann fröhlich weiterfressen, weil ohne Wasser kein Harz. Und das ist dann ein Teufelskreis und endet irgendwann, je nach Anzahl der Käfer, wahrscheinlich im Tod der betreffenden Fichte. So, Hauptproblematik dabei ist jetzt eben, deshalb dieser Käfer so effizient ist, sind eben diese Lockstoffe, die ihm ermöglichen, alle anderen Käfer in der Umgebung herbeizurufen, wenn er dann eben eine geeignete, geschwächte Fichte gefunden hat, wo er sich ausbreiten kann. Das macht ihn so gefährlich. Normalerweise wäre es so, wenn gar nicht viele Fichten da sind, dass ein einzelner Käfer, der eine Fichte findet und dann diese Lockstoffwolke produziert, die Chancen, dass in diese Lockstoffwolke, das muss man sich so vorstellen, wie wirklich so einen großen Bereich, wenn da ein Käfer per Zufall reinfliegt, weiß er sofort, pff, oh, hier ist was und fliegt dann sofort in die richtige Richtung. Ja? Das ist also so ein Wegweiser sozusagen für Käfer, die per Zufall da irgendwo unterwegs sind, dass es da was zu fressen gibt. Wenn das die einzige Fichte weit und breit ist, die Chance, dass da irgendwo noch ein anderer Käfer vorbeikommt, ist relativ gering und dann ist das mit der Lockstoffwolke auch nicht so dramatisch und der eine Käfer, der in der einen Fichte sitzt, bleibt allein und hat keine Chance und wird früher oder später, selbst wenn er Eier gelegt hat, dem seine Nachkommen finden auch keine Fichte, weil es ist ja die einzige Fichte weit und breit und möglicherweise geht die ein, aber der Rest des Waldes, dem Rest des Waldes ist das dann egal. Ja, so. Blöd halt, wenn jeder Baum eine Fichte ist, weil dann kann der Käfer, der braucht ja nicht mal diese Duftwolke zur Orientierung, sondern er fliegt los, er knallt gegen irgendeinen Baum, er bohrt sich rein, es war eine Fichte, Treffer. In Fällen mit wenig Fichten ist es nämlich so, dass der Käfer keine Ahnung hat, wo er erstmal hinfliegt. Also wenn er sich als erwachsener Käfer zum ersten Mal aus der Rinde rausbohrt und fliegt los und knallt gegen irgendeinen Baum, früher oder später, das passiert, wenn man im Wald geradeaus fliegt, knallt man irgendwann gegen einen Baum. Und versucht er mal, sich da reinzubohren und leider ist es vielleicht eine Buche, dann kriegt das nicht hin. Oder es ist eine Eiche, dann kriegt das auch nicht hin. Und dann klappt das alles nicht. Also muss er weiterfliegen. Er fliegt also wieder weiter geradeaus, knallt irgendwann gegen einen Baum und wenn es eine Esche ist, hat er Pech gehabt. Wenn es eine Tanne ist, hat er im Regelfall auch Pech gehabt und wenn es ein Telefonmast,
Kabelmast ist, auch da steht hin und wieder im Wald, hat er auch Pech gehabt. Ne? Also er bräuchte wirklich einen intakten Baum mit intakter Rinde. Einfach ins Holz selber reinbohren kann er sich auch nicht und Holz selbst fressen kann er nicht. Er braucht wirklich diese nährstoffreichen Schichten direkt unter der Rinde. Mit Holz an sich kann er nichts anfangen. Gut. Der fliegt jetzt so lange von Baum zu Baum, bis er irgendwann eine Fichte findet, dann kann er sich reinbohren. Oder Alternative Nummer 2, dazu gibt es einen ganz schönen Versuch, den wir in der Wissenschaft diesbezüglich mal durchgeführt haben. Und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich die Kollegen, jetzt nicht mich persönlich. Und zwar nimmt man ein Brett, habe ich hier ein Brett? Nein. Nehmen wir mal an, diese Schachtel hier wäre das Brett. Da treiben wir jetzt einen Nagel durch, habe ich einen Nagel. Ich habe einen Sechskantschlüssel. Den treiben wir jetzt da durch und jetzt machen wir hier drauf, auf diesem Schlüssel machen wir einen kleinen Draht fest, so einen, der in diese beiden Richtungen ragt, wickeln den hier drum und auf der einen Seite von dem Draht binden wir jetzt ein kleines Gewicht dran, das ungefähr so viel wiegt wie ein Borkenkäfer und auf der anderen Seite von dem Draht, da binden wir einen kleinen Borkenkäfer dran. Wir legen dem sozusagen ein Halsband an und machen ihn hier an unserem Draht fest und dann lassen wir ihn los und was tut er dann? Er fliegt und dann dreht sich diese ganze Konstruktion. So, und jetzt kann man irgendeine sehr schlecht bezahlte Arbeitskraft da dran setzen und diese schlecht bezahlte Arbeitskraft zählt, wie oft dreht sich denn unser Draht um unseren Nagel und hochwissenschaftliches Vorgehen und am Ende weiß man, Käfer A28 hat 743 Umdrehungen geschafft. Ja? Und das macht man jetzt nicht nur mit einem Käfer, sondern das macht man mit so ein paar tausend im Idealfall von diesen Käferchen. Und guckt mal, wie viele Umdrehungen schaffen die jeweils, bis ihnen der Sprit rausgeht. Also sprich, bis sie verhungert sind oder verdurstet oder sonst irgendwie tot. Hauptsache tot. Und dann weiß man, so ein Käfer hat eine durchschnittliche Distanz, die er fliegen kann. Die beträgt so irgendwas unter 500 Metern, ein bisschen unter 500 Metern. Ja, und das heißt, wenn also im Umkreis von 500 Metern um eine befallene Fichte keine andere Fichte steht, dann hat der Käfer im Regelfall, es gibt hier wieder seltene Ausnahmen, da kommt der Käfer in einen heißen Wind, wird mit dem heißen Wind hoch in die Stratosphäre, nicht ganz, aber sehr weit hoch in die Atmosphäre gepustet und kann dann auch kilometerweit mit dem heißen Wind in die Landschaft gepustet werden. Aber wenn es nur um einen einzigen Käfer geht, ist das Problem, wie gesagt, nicht so schlimm. So stark kann ein Baum gar nicht geschwächt sein, dass ihn ein einziger Käfer umbringen würde. Das müssten dann schon ein paar sein. Darum sind diese thermischen Überflüge, heißt das, zu vernachlässigen und spielt nicht wirklich eine Rolle. Ja? Aber jedenfalls, diese Käfer müssen eben innerhalb ihrer Reichweite auch wirklich eine Fichte finden können. Und je weniger Fichten im Wald drin sind, das ist eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung, desto häufiger knallen die gegen den falschen Baum, müssen weiterfliegen, knallen wieder gegen den falschen Baum. Und je weniger Fichten, desto geringer das Risiko, dass sie überhaupt eine finden. Ja, und das Risiko, dass sie eine finden, erhöht sich natürlich, wenn in den Fichten schon ein Käfer drin hockt und diese Pheromonwolke abgibt. Aber das ist so im Großen und Ganzen der Verbreitungsmechanismus und drum sind eben Mischwälder bzw. die Beimischung anderer Baumarten in den Fichtenacker so wichtig, damit eben der Käfer nicht bei jedem Treffer eine Fichte erwischt, sozusagen, also bei jeder Baumaufprall. Und was noch erschwerend dazu kommt, weshalb das Käferproblem so riesig geworden ist und so groß geworden ist und so große Flächen von Wald vernichtet, und das sind wirklich ordentliche Flächen von Wald, die der Käfer jetzt aufgefressen hat, gerade bei dir um Frankfurt rum, Thomas, da sieht es wirklich, wirklich, wirklich schlimm aus. Ich habe mich da auch ein bisschen umgeguckt. Die Bereiche, wo in Hessen viel Fichte rumgestanden ist, Hessen hat generell gar nicht so viel Fichte, ja, vergleichsweise mit anderen Bundesländern. Aber da, wo viel Fichte gestanden ist, da steht jetzt nicht mehr so viel Fichte, vorsichtig ausgedrückt. Jetzt muss ich mal ein Schlückchen aus dem edlen Kelch. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte. Das Problem mit dem Käfer ist vor allen Dingen dadurch jetzt entstanden, dass die sogenannte Vegetationsperiode länger geworden ist. Das heißt, die Zeit im Jahr, in der es so warm ist, dass man als Käfer sich reproduzieren kann, dass man Eier legen kann, dass es einem gut geht, dazu für diejenigen, die sich mit Käfern nicht auskennen, das ist ein sogenanntes
wechselwarmes Tier. Ja, das heißt, das hat keine Möglichkeit, seine eigene Körpertemperatur anzupassen, hat kein Fell, hat keine Federn und damit entspricht die Körpertemperatur von einem Insekt der Außentemperatur, mehr oder weniger. Wenn es 30 Grad heiß ist, ist der Käfer 30 Grad heiß. 30 Grad ist eine super Körpertemperatur, da kann der Käfer richtig schön schnell sich bewegen, schnell arbeiten, schnell Eier legen, schnell Spermien produzieren und so weiter und so fort. Also soweit es bei Käfern etwas gibt, was man dann Spermien bezeichnen kann, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie die Entomologen das dann immer nennen. Na egal. Jedenfalls, da funktioniert alles schneller, inklusive die Reproduktion. Wenn es ihr kalt ist, dann funktioniert das überhaupt nicht. Wenn es unter Null fällt, erstarren Insekten und wachen manchmal im Frühjahr wieder auf, manchmal auch nicht. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab und würde jetzt zu weit führen. Aber entscheidend ist, wie lang ist also die Zeit im Jahr, in dem ein Käfer hoch genug Körpertemperatur hat, um unter anderem für Reproduktion zu sorgen. Und das hat halt eben zugenommen, weil der Winter jetzt nicht Ende März zu Ende ist, sondern wenn dieses Jahr mag es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber Anfang Februar vielleicht oder sowas. Und wenn die Temperaturen dann schon sehr hoch werden, kann der Käfer schon wieder auftauen. Der Käfer kann schon loslegen mit Fressen, mit Rammelkammer anlegen, mit Weibchen suchen und die Weibchen legen entsprechend sehr früh die ersten Eier. Jetzt dauert's x Wochen, das weiß ich gar nicht auswendig, bis die ersten Larven aus diesen Eiern schlüpfen. Die Larven fressen, die Larven werden zum erwachsenen Tier, bohren sich raus, fliegen los, haben wir eben schon besprochen. Ja, legen wieder irgendwo Eier, die Larven schlüpfen, fressen, fliegen aus und immer so weiter und dieser Zyklus setzt sich fort. So, und früher war es so, als wir auch schon viel Fichte rumstehen hatten, aber noch kein großes Borkenkäferproblem, dass eben die Vegetationsperiode so kurz in Anführungszeichen, wirklich von April bis Oktober irgendwie in dem Stil gewesen ist oder April bis September, je nach Jahr, dass da halt gar nicht so viel Zeit war für viele Borkenkäfergenerationen. Ja? Und inzwischen ist halt deutlich mehr Zeit, nämlich nicht von April, sondern von Februar bis Ende November meinetwegen, ja, je nach Jahr, in der die Temperatur so hoch ist, dass der Käfer da was tun kann. Also im allerschlimmsten Fall, ganz so schlimm ist es auch wieder nicht, aber es ist deutlich, deutlich länger geworden. Und das heißt, die Anzahl der Käfergenerationen hat sich um eine erhöht. Ja, früher war es normal 1 bis 2 Käfergenerationen. Ganz früher mal nur eine, dann war lange Zeit 2 normal, mit 2 ist auch noch nichts Schlimmes passiert, das gab kaum Borkenkäferschäden, da musste man hier und da mal ein kleines bisschen aufräumen, aber das war es dann auch. Dann kamen Jahre dazu, das ist jetzt in letzter Zeit eigentlich normal, da wurde 3 Käfergenerationen das neue Normal und mit 3 Käfergenerationen, das muss man sich folgendermaßen vorstellen. Nehmen wir mal an, erste Käfergeneration, der Käfer, der durch den Winter gekommen ist, wacht auf, fliegt los, legt Eier, legt meinetwegen 10 Eier. Ja, er legt nicht nur 10 Eier, aber damit kann man schön rechnen. Zweite Generation, dem seine 10 Nachkommen sind alle geschlüpft, fliegen los, legen jeweils 10 Eier. Wir haben also am Ende der zweiten Generation aus einem Käfer 100 Käfer gemacht. Dritte Generation, von den 100 Käfern legt jeder 10 Eier. Wir haben also aus einem Käfer nach 3 Generationen 1000 Käfer gemacht. So, und wenn jetzt noch eine vierte Generation dazukommt, dann haben wir halt nicht 1000, sondern 10.000 Käfer. Und damit geht das halt immer exponentieller weiter. Also pro zusätzliche Generation, die in einem Jahr möglich ist, werden es bei weitem immer mehr und immer mehr und immer viel, viel, viel mehr Käfer. Und die Tatsache, dass vierte Generationen jetzt eben durchaus mal vorkommen, gerade in den letzten Jahren, hat dazu geführt, dass das so unglaublich viele geworden sind. Also zählen kann die keiner mehr und mit Zahlen muss man vorsichtig sein, aber es geht irgendwo in dem Bereich, über dem Ding, das die Billion ist. Also wir sind irgendwo bei einer Zahl mit 15 Nullen. Irgend sowas um den Dreh dürfte die ungefähre Zahl der Borkenkäfer, die in letzter Zeit so unterwegs gewesen sind, im Sommer wohlgemerkt, darstellen. Ja. Und die schiere Menge ist das Hauptproblem. Einfach die schiere Menge, da kann man dann auch nichts mehr dagegen tun. Was tut man normalerweise in einem bewirtschafteten Wald, wenn man merkt, der Käfer ist irgendwo drin? Was du auch noch nicht, scheinbar noch nicht ganz aufgenommen hattest, war, woran merkt man denn das? Also du hattest kurz angemerkt, dass das die Leute merken, richtig. Das merkt man an Sägemehl und am Baum. Ja? Unten am Baum liegt Sägemehl. Wenn sich die Käfer nämlich rausbohren,
und am Ausfliegen sind, dann fressen sie sich quasi durch die Rinde und drücken alles Material, drücken sie vor sich weg, was sie abgeknabbert haben, weil irgendwo muss das ja hin. Und damit, sobald der Käfer aus der Rinde bricht, bricht zuerst ein großer Haufen Sägemehl vorne raus, den er vor sich hergetragen hat, vor sich hergeschoben hat, und dann kommt erst der Käfer raus und dieses Häufchen Sägemehl, also ein großer Haufen ist relativ, das, ne, sowas. Aber das kann man sehen. Wenn es ein paar Käfer gewesen sind, die da rausgekommen sind, dann sieht man unter anderem tatsächlich eben diese Sägemehlspuren und man sieht auch die Ausfluglöcher. Das sind so kleine kreisrunde Löcher in der Rinde, wo so ein Käfer gerade genau durchpasst, die exakt einen Käferdurchmesser haben. Ja, und in dem Moment, wo es beginnt auszufliegen, der Käfer, dann ist es eigentlich fast schon zu spät, aber wenn man das rechtzeitig erwischt und wenn man so schlau ist, vorher noch die Einbohrlöcher schon gefunden zu haben am Baum, ja, gar nicht nach den Ausbohr, sondern nach den Einbohrlöchern sucht, bevor der Käfer überhaupt losgeflogen ist, dann kann man den Baum vorher fällen, aus dem Wald ganz schnell rausholen, bevor der Käfer im gefällten Baum, kann der sich auch noch weiterentwickeln, da frisst er weiter. Das ist dem egal, ob der Baum jetzt liegt oder steht. Die kurze Zeit, so schnell trocknet der Baum nicht aus und dann geht es dem Käfer dann nach wie vor toll und der könnte auch aus dem liegenden Baum eben entsprechend sich rausbohren und losfliegen. Drum muss der Baum ganz schnell aus dem Wald raus. Und wenn man das rechtzeitig schafft, und den Baum irgendwo hinbringt, wo keine anderen Fichten in der Nähe sind, dann kann der Käfer da ruhig rausfliegen. Der findet ja keine Fichte im Umkreis von seinen 500 Metern Reichweite und dann hat sich das erledigt. Oder man trocknet den Baum sofort, der Käfer vertrocknet, ist auch tot. Oder macht die Rinde ab, dann vertrocknet der Käfer ebenfalls, weil dann dieses feuchte Milieu unter der Rinde nicht mehr gegeben ist. Da gibt es also die verschiedenen Möglichkeiten. Man kann auch die Rinde abmachen und sie direkt verbrennen. Das sind so ein paar denkbare Methoden. Ja. Gift funktioniert nicht, hast du auch richtig angemerkt, weil Gift würde ja nur auf die Außenseite vom Baum gespritzt werden können. Also wenn man da mit der Sprühflasche rumrennt, das dringt nur schlecht durch die Rinde ein. Man bräuchte also so wahnsinnig hohe Konzentrationen, damit es bis durch die Rinde eindringt. Und damit würde man dann jedes andere Lebewesen im weiten Umkreis auch umbringen. Ja. Also vielleicht nicht jedes Lebewesen, aber ganz, ganz viele. Also der Kollateralschaden wäre riesengroß. Das ist so eine ähnlich tolle Idee wie damals die Amis mit ihrem Agent Orange, um eben die Vietnamesen im Wald besser finden zu können und solche Späße. Ja, damit halt das komplette Ökosystem vernichtet, aber man findet dann die Leute im Wald besser. Ja? Also so in dieser Kategorie wäre es, wenn man jetzt mit irgendwelchen Insektenvernichtungsmitteln gegen den Borkenkäfer vorgehen würde. Ich denke, das wäre das im Wesentlichen, was ich noch zur Thematik zu ergänzen hatte gewesen. Und dann hattest du ja eben gefragt, wie ist denn der aktuelle Stand mit der Mischwaldgeschichte? Also für diejenigen, die jetzt nicht ganz auf dem Laufenden sind, auch noch mal kurz der Hinweis: Die Lösung für das Borkenkäferproblem kann momentan wirklich nur darin bestehen, dass es einfach weniger Fichten oder zumindest weniger dicht zueinander stehende Fichten im Wald geben muss, dass mehr Mischwälder her müssen und diese Fichtenacker langsam weichen müssen, weil sonst eben dieser Käfermassenvermehrung niemals Einhalt geboten werden kann. Das ist Stand des Wissens, Stand der Forschung und daran ist auch nichts zu rütteln. Es ist ja auch relativ logisch, dass man zu dieser Erkenntnis kommt. Und jetzt eben die große Frage: Weiß man das erst jetzt? Wusste man das schon vor 40 Jahren? Läuft der Prozess der Mischwaldgenerierung schon? Oder haben wir damit jetzt gerade eben erst angefangen, weil wir das gerade erst kapiert haben? Gut. Und die Sache ist die: Inzwischen muss man sagen, seit spätestens 40 Jahren sollte jemand, der einen Wald besitzt und sich mit den aktuellen Regeln der Waldbewirtschaftung wirklich halbwegs auseinandersetzt, kapiert haben, dass Fichtenreinbestände eine blöde Idee sind. Also seit 40 Jahren ist das so publik im Bereich Forst, dass das jeder mitbekommen haben sollte, der eben seit 40 Jahren sich da mal schlau gemacht hat. Es gibt ein paar Ausnahmeregionen, unter anderem Hochlagen der Mittelgebirge, ging man davon aus, dass das mit Fichte kein so großes Problem wäre und Fichte im Reinbestand auch kein großes Problem wäre. Zum Beispiel der Harz,
dass der Harz jetzt trotzdem kahl gefressen wurde vom Käfer. Ja, damit hat man schlicht und ergreifend nicht gerechnet. Da hat uns der Käfer überrascht. Man kann also den Leuten im Harz jetzt rein vom Vorhandensein des wissenschaftlichen Wissens, was sie vorher gehabt haben sollten, was man ihnen unterstellen möchte, kann man ihnen keinen Vorwurf machen, weil das haben wir nicht gewusst, dass der Käfer selbst in der Lage ist, eine Hochlage, wo Fichten auch natürlich vorkommen, wo ein Fichtenreinbestand der natürliche Wald ist. Ja, also wenn es uns nicht gäbe, würden da trotzdem die Fichten rein und Glied an Glied stehen. Ja, dass das dann trotzdem passiert, damit hat halt einfach keiner rechnen können. Da war die Menge der Käfer einfach so gigantisch. Hätte man wirklich nicht ändern können. Ja, oder es gibt noch Regionen von Bayern, wo die Fichte natürlich vorkommt oder wo sie zumindest fast natürlich vorkommt. Und solche Fichtenwälder haben auch nicht so viele Probleme mit dem Borkenkäfer. Das Ding ist nämlich, die Fichte ist eigentlich eine Bergbaumart, kommt eigentlich nur im Gebirge vor. Und was ist es da? Kalt. Und drum mag sie es auch nicht unbedingt trocken und auch nicht unbedingt warm, weil sie gewöhnt ist, aus einem kalten, gar nicht trockenen Klima entsprechend zu kommen. Und auch der Käfer hätte in kalten Gegenden auf viel weniger Zeit, um noch eine dritte oder eine vierte Generation zu machen. Dadurch, dass wir die Fichte halt aber in die tieferen Lagen gebracht und gepflanzt haben, ist das ein bisschen blöd. Achso, was ich auch noch sagen kurz muss, für diejenigen, die der Thematik noch nicht so geläufig sind. Man hat damals fast keine andere Wahl gehabt, als Fichte zu pflanzen, weil Fichte nach dem Kenntnisstand der, sage ich jetzt mal grob, 60er, 50er und 60er Jahre, war das die einzige Baumart, die man auf große Kahlflächen hat problemlos pflanzen können, die dann auch problemlos gewachsen ist. Und man hatte sehr viele Kahlflächen damals, einmal wegen dem Krieg, im Krieg viel geholzt, ja, vor dem Krieg viel geholzt und nach dem Krieg wurde auch wieder viel geholzt, weil erstens hat man Brennholz gebraucht aus Ermangelung an anderen Möglichkeiten im Winter zu heizen und zweitens haben die Siegermächte auch jede Menge Reparationshiebe bei uns durchgeführt, zum Beispiel bei mir, ich komme aus dem Schwarzwald, haben sie die komplette Westseite vom Schwarzwald, also fast komplett, einmal ratzekahl alles abgehauen und einmal schnell rüber ins Elsass transportiert und alles mitgenommen. Ja. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht gerechtfertigt gewesen ist, das ist eine politische Frage, da kann man sich jetzt wunderbar drüber streiten. Tatsache ist nun mal, dass es passiert ist und damit war der Wald weg und man brauchte schnell neuen. Ja, und da ist es auch heute noch so, dass man Schwierigkeiten hätte, eine Baumart zu finden, die besser, schneller und einfacher in riesiger Menge auf der Fläche ausgebracht werden kann und dann auch vernünftig wächst und schnell ein Holz, das man zum Wiederaufbau gebraucht hat, erzeugt, mit dem man dann eben auch alles bauen kann, was man mit Holz gerade bauen möchte und mit dem man heizen kann und mit dem man im Winter nicht frieren muss. Also historisch betrachtet ist es absolut nachvollziehbar, dass man sich damals für die Fichte entschieden hat, zumal es diese riesigen Fichtenreinbestände noch nicht gab, zumindest noch nicht in dem Umfang, dass das Borkenkäferproblem jemals da aufgekommen wäre. Also woher hätte man wissen sollen, dass es dieses Borkenkäferproblem gibt? Da müsste man schon sehr tief in die Kristallkugel gucken, um auf die Idee gekommen zu sein. Also hätte man damals machen müssen. Es gab ein paar Stimmen, die gesagt haben, mach mal lieber Mischwald. Aber das waren nur wenige. Die Mehrheit der Wissenschaftler leider war da halt eben auch für die Fichte. Ja, und sie hat uns viel Bauholz geliefert bis in die 2000er Jahre. Und da ging das dann erst richtig los mit den Problemen, die Fichte halt eben so gemacht hat. Ja, aber ebenfalls diese Erkenntnis mit den Mischwäldern. Du wohnst in Hessen, Thomas. Hessen ist eins der mischwaldreichsten Länder von ganz Bundesländer von ganz Deutschland. Ihr habt wahrscheinlich, außer jetzt kleinräumig, wo wirklich immer noch die Fichtenäcker oder die Reste der Fichtenäcker noch rumstehen, habt ihr eigentlich mehr Mischwälder, als dass ihr Nadelreinbestände habt. Ja, man sieht das oft nicht so wirklich, wenn man da als, das meine ich jetzt keinesfalls böse, Laie durch den Wald läuft, dass man eben wirklich mitbekommt, wie gering dieser Anteil von den Nadelwaldforsten inzwischen eigentlich geworden ist. Dafür müsste man ja überall im ganzen Wald seines Bundeslandes mal gewesen sein, damit man sich da wirklich ein Bild von machen kann. Und selbst da, wo noch viele Nadelbäume stehen, sind es oft auch Nadelmischbestände. Und selbst wenige nicht Fichten innerhalb eines Waldes erhöhen schon stark
das Risiko, dass der Käfer gegen eine Buche fliegt und dann immer weiter fliegen muss. Und das ist schon extrem hilfreich. Man kann übrigens auch zwischen einzelnen Nadelwaldbeständen sehr gut mit einem dünnen Gürtel, so zwei Bäume nebeneinander, aus irgendwas anderem, ganz egal, nehmen wir mal Buche, also einen kleinen Riegel sozusagen dem vorschieben. Und da kommt der Käfer dann oft auch schon nicht durch, weil er knallt gegen die Buche, stellt fest, es ist eine Buche und fliegt wieder weg. Dann fliegt er meistens nämlich, und das muss man sich ganz einfach vorstellen, man hat hier einen dicken Baum, Käfer prallt hier dagegen, so ein Baum ist rund, ne? Der läuft nicht erst um den ganzen Baum drumherum, um dann hier weiter zu fliegen, sondern der knallt dagegen, stellt fest, es ist eine Buche, fliegt wieder weg und dann fliegt er plus minus mit ein paar Grad Abweichung in die gleiche Richtung wieder weg, aus der er gekommen ist. Und drum fliegt er wieder zurück in Richtung des Fichtenwaldes, aus dem er kommt. Und solange alle Käfer immer wieder zurück in ihren Fichtenwald fliegen und nie über die Grenze hinwegkommen, weil immer wenn sie zur Grenze kommen, sie gegen eine Buche knallen und wieder zurückfliegen, dann hilft das schon sehr, sehr viel. Ja? Und also die Waldentwicklung geht wirklich seit 40 Jahren definitiv in Richtung Mischwald, mit Vor- mit Nachteilen. Mischwälder sind schwieriger zu bewirtschaften. Es ist nicht nur so, dass die einfach hübscher ausschauen würden und ökologisch wertvoller sind, beides stimmt, aber sie sind wirklich schwieriger zu bewirtschaften, wenn wir irgendwo Holz herhaben wollen, damit wir mit Holz bauen können, mit Holz heizen können, mit Holz schöne Möbel herstellen können. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann Klemmbausteine aus Holz. Es müsste halt ein hartes Holz sein, befürchte ich, damit das wirklich gut funktioniert. Aber schön wär's, ne? Weiß nicht, das ist nur meine Meinung. Ja, jedenfalls, irgendwo muss das Holz herkommen. Daher ist eine Bewirtschaftung von Wäldern bei unserem momentanen industrialisierten Stand der Gesellschaft nicht wegzudenken. Es wäre völlig, völlig unmöglich und utopisch und ist halt dann tatsächlich Grünanmalerei der Welt in einem Ausmaß, wie es einfach nicht realistisch ist. Ja? Ich bin der größte Freund von Wäldern, den man sich fast nur so vorstellen kann, aber es wäre einfach völlig blödsinnig, jetzt zu sagen, wir könnten ohne Holznutzung zurechtkommen, denn eine Alternative zu diesem nachwachsenden, schnell nachwachsenden, einfach zu verarbeitenden, universell einsetzbaren Rohstoff, die gibt es einfach nicht. Das ist nicht in Aussicht. Ja? Und nichts gegen Kunststoff, ja, überhaupt nicht. Aber man kann mit denen viel machen. Aber ich möchte ungern in einem Kunststoffhaus wohnen und auch nicht nur Plastikmöbel zum Beispiel besitzen. Und das sind so meine persönlichen Überlegungen diesbezüglich. Die Fichtenfläche nimmt massiv ab. Das tut sie jetzt seit 2012 kontinuierlich. Da sind wir uns ganz, ganz sicher. Davor hat sie auch noch mal deutlich, deutlich abgenommen. Und wenn man Fichte heutzutage noch anbaut, kommt drauf an, wer das macht. Ja, jeder Privatmann kann Wald besitzen und kann da mehr oder weniger fast pflanzen, was er möchte. Da muss man also nicht unbedingt Ahnung haben, um im Wald Bäume zu pflanzen. Und wenn man keine Ahnung hat, dann gibt es immer noch ein paar Leute, die halt schon wieder mal Fichte pflanzen. Ja, aber das sind nicht mehr viele und das werden nach wie vor auch weniger. Aber jeder, der mal Wald gelernt hat, sei es jetzt als Forstwirt, als Förster, als Forstwissenschaftler, so wie ich, der wird keine Fichte mehr im großen Umfang anpflanzen. Höchstens mal noch als Beimischung, also einzelne Fichten in einen Wald aus ansonsten anderen Baumarten. Und dann kann dieser Nur-Fichte-Effekt und diese Massenvermehrung vom Borkenkäfer auch nicht mehr auftreten, sobald das eben nicht mehr allzu viele sind. So die magische Grenze, wo man mit Sicherheit sagen kann, der Borkenkäfer hat keine Chance mehr, sind 20% oder weniger Fichten an der Gesamtbaumartenzusammensetzung im Wald. Ja, das zu diesem Thema. Falls du dir das jetzt tatsächlich angeguckt haben solltest, hoffe ich, das beantwortet deine Fragen. Und wenn ich jetzt Internet hätte, habe ich gerade nicht, wir sind gerade umgezogen, würde ich mir gerne noch ein paar von deinen Sachen angucken, aber mache ich dann, sobald ich wieder Internet habe. Das Video, wo du eben über den Borkenkäfer referierst, habe ich mir angeschaut auf dem Handy und bin dafür extra auf den nächsten Berg gestiegen. Anders geht das gerade nicht. Ich hoffe, das Problem löst sich demnächst. Ja, dann herzliche Grüße nach Frankfurt. Viel Erfolg mit den Klemmbausteinen und viel Erfolg mit den Rechtsstreitigkeiten mit dem großen bösen Konzern, mit den
vier Buchstaben, von dem ich immer dachte, der ist gar nicht so böse. Das habe ich vor allen Dingen bei dir viel verfolgt. Also diese Sachen mit dem Urheberrecht und mit dem ein Klotz mit Nopseln drauf ist urheberrechtlich geschützt und oder hat, die haben da ein Patent drauf angemeldet und was weiß ich was alles. Das verfolge ich immer regelmäßig. Was es da in der Hinsicht immer Neues gibt, finde ich, so rechtliche Fragestellungen finde ich immer sehr spannend. Bedanke mich ansonsten auch bei allen anderen und wünsche einen schönen, was gerade ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.